Hallo liebe Freunde, wir sind hier wieder beim Autokorso Ost bei den Freiheitsfahrern für Frieden, Freiheit und Demokratie und für den Schutz unseres Grundgesetzes. Diese Autokorso findet statt, um auf die Einschränkung unserer Grundrechte durch diese Corona-Maßnahmen hinzuweisen, dass hier Berufsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Reisefreiheit massiv eingeschränkt werden und natürlich auch der Hinweis, dass wir keine Impfpflicht wollen. Impfen muss freiwillig bleiben. Es darf keine Impfpflicht geben, denn die Risiken und Gefahren sind überhaupt noch gar nicht absehbar, die hier von diesen Impfstoffen ausgehen. Das ist gar nicht ausgereift. Und es darf natürlich auch keine Vorteile für Geimpfte geben, wie das von manchen Politikern der Altparteien schon angesprochen worden ist. Es muss entsprechend unserem Grundgesetz, nach unserem Grundgesetz muss es so sein, dass Ungeimpfte genau die gleichen Rechte haben wie Geimpfte. Es darf keine Einschränkung der Reisefreiheit, der Bahnnutzungsfreiheit oder der Nutzung von Flugzeugen oder der andere Sachen wie zum Beispiel Besuch von Restaurants, Cafés, Gaststätten. Das darf nicht für Ungeimpfte nicht eingeschränkt werden. Hier bestehen wir darauf, Impffreiheit und keine Einschränkungen für Ungeimpfte. Unser Grundgesetz, unsere Grundrechte müssen geschützt werden. Und dafür findet jeden Freitag hier in Marzahn-Hellersdorf dieser Autokorso Ost statt, um zu demonstrieren und für unsere Grundrechte einzustehen.